Moin Leute, hier ist wieder TGW und heute habe ich mal wieder ein kleines Tutorial für euch. Und zwar ist das wieder eins, was nicht ich mir ausgedacht habe, sondern was wieder von Masketard kommt. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar ist es ein Tutorial zu, ja, wie soll man das nennen? Es ist halt ein, ja, ich zeige es euch am besten erstmal. Hier könnt ihr Hühner drin halten, große und kleine, also Babyhühner und erwachsene Hühner. Und dann kann man hier auf diesen Knopf drücken und dann werden die großen Hühner gebraten. Und wenn die Kleinen hier nicht dauernd hochspringen würden, würden die das auch überleben. Auf jeden Fall werden dann die kleinen, die großen Hühner gebraten und die Kleinen bleiben da unten und wachsen dann wieder und dann kann man die wieder vermehren. Und das gleiche, das geht auch mit Kühen. Die sind ja jetzt nur große drin. Ich tue noch mal ein paar kleine rein. Und zwar, wenn wir es hier auf den Knopf drücken, kann man sehen, das funktioniert auch. Das einzige, womit es leider nicht funktioniert, sind Schweine, denn die sind da zu klein für, die sind ja nur ein Block hoch und deshalb funktioniert das nicht mit denen. Ihr könnt auch sehen, hat mit denen funktioniert, den Kühen. Und ja, ich würde sagen, dann zeige ich euch jetzt mal, wie man das Ganze baut. Fangen wir an mit dem Hühnerbrater, nenne ich es einfach mal. Also fangen wir an mit einer Kiste. Dann kommt da ein Hopper drauf. Da kommt dann noch ein Block drauf. Ist egal welcher, denn der wird eh wieder weggeschlagen. Dann Glas drumherum, den wieder wegschlagen. Dann nochmal Glas, einen Dispenser. Und hier halt zumachen. Und als nächstes tun wir da eine Half Slab rein. Hier einfach auf den Hopper. Das ist auch nicht schlimm, dass da ein Block drauf ist, denn der kann das trotzdem dann damit. Der kann die trotzdem aufnehmen. So, und jetzt setzen wir hier an den Dispenser einen Block dran. Dann kommt da ein Comparator dran. Sorry, das war jetzt falsch. Der muss nämlich in diese Richtung gucken. Und dann muss hier ein Block dran. Und dann hier eine Redstone-Fackel. Dann kommt da ein Hopper drauf. Und dann noch einer da drauf. Und das so, dass die sich verbinden. Dann hole ich mir mal eben ein beliebiges Item. Das wird dann da reingetan. Und dann jetzt einfach nur noch einen Lava-Eimer da rein. So, und dann ist es eigentlich, dann noch ein Knopf dran und schon ist es fertig. Wir sehen, es funktioniert. Jetzt müssen dann natürlich nur noch Hühner rein. Das wäre der Hühnerbrater, sage ich es einfach mal. Dann kommen wir jetzt zu dem Kuhbrater. Hört sich irgendwie komisch an. Fangen wir wieder an mit der Kiste. Hopper drauf. Wieder diesen Glaskäfig, nenne ich es jetzt einfach mal. Und das gleiche wie eben auch. Na, ich mach's so. Egal warum. Weiß nicht warum, aber ist auch egal. Dann müssen wir da jetzt, anstatt eine Half-Slab, müssen wir hier ein Schild hinsetzen. Und dann kommt jetzt an den Dispenser ein Block dran. Da kommt ein Knopf dran. Dann kommt hier eine Redstone-Fackel dran. Ein Hopper drauf. Und dann noch eine daneben, so dass die sich verbinden. Und dann wieder ein Item rein und jetzt müssen wir hier
genau hier einen Block hinsetzen und dann noch einen Block dran und dann hier noch so ein, so kann man schon fast rund nennen, so ein Rad nenne ich es jetzt einfach mal, da drum und dann den Block wieder wegschlagen. Dann kommt hier ein Block hin, dann hier ein Comparator und dann einen Repeater hierhin und hierhin. Die beiden müssen noch auf Stufe 2. Dann ein Redstone genau hierhin. Dann nur noch der Lava-Eimer in den Dispenser. Und es ist schon fertig. Hier, wir sehen, es funktioniert. Das war's schon von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und irgendwie auch weitergeholfen. Das Originalvideo in Englisch von Masketard findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Genau wie seinen Kanal. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.